Willkommen zurück zu Pokémon Silber. In der letzten Folge haben wir Major Bob besiegt hier im Kanto. Und nun gehen wir nach oben weiter. Nach rechts können wir nicht, da schläft nämlich ein Relaxor im Weg. Und wir können das natürlich nicht wecken. So, und diesem Brutus scheint anscheinend, okay Mike, sehr leer zu sein. Warum? Was ist denn hier? Tunnelfahrt. Azuria City, Urania City. Die Straße zum Kraftwerk bleibt gesperrt, bis das Problem gelöst wurde. Alright. Dann gehen wir halt hier durch. Hier kommen wir nämlich nach Saffronia City. Und können direkt den nächsten Orden kriegen. Und ich kann euch sagen, wenn wir uns gut anstellen, kriegen wir sogar in dieser Folge zwei Orden, ja. Guten Tag. Willkommen in Saffronia City, der Heimat des Magnetzugs. Das sage ich sonst immer. Wenn der Magnetzug fährt, momentan nicht. Die Stromzufuhr ist unterbrochen, weil es im Kraftwerk ein Problem gibt. Im Kraftwerk. Okay, da müssen wir immer mal anhalten und nachschauen. Aber erstmal genießen wir diese Sieg. Du bist von Johto hergekommen? Wenn der Magnetzug läuft, bist du ganz schnell wieder zu Hause. Yay, 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 yay. Oh, ich will nicht ins Pokécenter, aber komm. Wir müssen mit den Leuten reden. Die Zentrale von Silphco und der Magnetzugbahnhof sind sehenswürdige Orte in Saffronia City. Ja, der Magnetzug gibt es erst seit Gen 2. Der ist neu. Hey, hallo. Im Norden von Lavandia City ist ein großes Kraftwerk. Ja, da müssen wir dahin. Das ist, da geht's mit der Story weiter. Mit der After-Story so gesehen. Ich bin gerade durch den Felstunnel gekommen. Da war irgendwas im Gange beim Kraftwerk. Okay. Ist hier vielleicht ein Item? Nein, leider nicht. Ich habe keine Ahnung, irgendwie in diesem Spiel finde ich gar keine Items. Da habe ich wohl Pech gehabt. Silphco Bürogebäude. Und warum kam ich nicht zu Silphco? Das ist die Silphco, berühmt für ihre Pokémon-Artikel. Team Rocket wollte sie wegen dieser Waren für sich nutzen. Das ist aber schon 3 Jahre her. Willkommen! Das ist das Bürogebäude der Silphco. Moment, ich bin schon drin? Warte, was? Nur das Personal hat Zutritt zu den oberen Geschossen. Aber da du nun schon mal da bist, gebe ich dir dieses hübsche Souvenir. Upgrade! Damit kann man Porygon entwickeln. Das ist das neueste Produkt der Silphco. Das gibt es noch nirgends zu kaufen. Und das sind sehr freshe Sofa. Also die sind schon... Die sehen so ballonhaft aus. Keine Ahnung. Oh Mann. Das ist die Silphco? Sieht genauso aus wie jedes andere Gebäude. Okay, da bin ich aber echt enttäuscht vom Spriting. Da bin ich sehr enttäuscht, yeah. Haus von Mr. Psycho. Oh, Mr. Psycho. Da müssen wir vorbeischauen. Der Typ ist eine Legende. In der Tanja City gibt es ein Haus für Trainer. Da treffen sich Trainer der ganzen Welt. Ja, da kommen wir auch gleich zu. Du wolltest es so. Das ist Psychokinese. Sie kann die Spezialwerte des Gegners senken. Was ein Typ. Aber ja, wir haben jetzt die TM Psychokinese bekommen. Senkt eventuell Spezialwert des Gegners. Und wir haben ein Pokémon. Wir haben zwei Psycho-Pokémon, aber das eine, was ich daran gedacht habe, wäre halt Ovut gewesen. Wir könnten Ovut diese Attacke beibringen und dafür halt Psystrahl wegtun. Und wisst ihr was? Das mach ich auch. Badabadaum. So, normalerweise habt ihr schon gemerkt, ich benutze gar keine TMs in diesem Let's Play, aber das? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Und ihr habt es schon gesehen. Lugia ist wieder im Team. Ich habe es eben offscreen kurz reingetan. Ich will kurz die Attacken schauen. Hat leider keine Psycho-Attacke. Also das hätte... Oh, das wäre sinnvoll gewesen, ne? Oh, daran habe ich nicht gedacht. Das wäre natürlich sinnvoll gewesen. Aber ich glaube, es ist auch nicht so schlimm. Hat er keine Psycho-Attacke, aber...
Die Attacken, die es gerade hat, die möchte ich auch eigentlich behalten. Ich werde sowieso Lugia nicht als Psychopokémon benutzen, dafür habe ich Obot. Ja, war jetzt wirklich das Klugste. Habe ich auch nur spontan entschieden, aber wir müssen es positiv sehen. Obot ist nun etwas stärker, yeah. Ich höre praktisch etwas im Kraftwerk zusammen. Okay, lass dir schmecken, mein Freund. Stimmt, im Markt haben wir nie vorbeigeschaut, mit Leuten geredet. Sorry dafür. Ich möchte noch stärker werden, aber das bin ich noch nicht. Kannst du mir zeigen, wie man stärker wird? Ich kenne dir gerne was anderes. Lass was. In der Wonder City ist ein großer Radioturm. You don't say. Okay. Kaufen wir ein paar Hyper Tranks, yeah. Von denen brauchen wir einige. Oh yeah. Wow. Blumenbrief. Stimmt, aber es gab ja noch Briefe, die konnte man Pokémon zum Tragen geben. Und dann kannst du die tauschen und dann der Kumpel, den du das getauscht hast, hat so einen Brief und dann kannst du das lesen, wo dann drei Wörter oder so stehen. Geil, oder? Ich ging zur Pokémon-Arena, weil ich unbedingt kämpfen wollte. Wie ich herausstellte, bin ich ausgerechnet in der verlassenen Pokémon-Arena gelandet. War mir das peinlich. Pokémon-Arena von Safonia City, Leitung Sabrina. Die Meisterin der Psycho-Pokémon. Ja, hier ist die Arena, die ist ziemlich groß, wie ihr sehen könnt. Und... Mike, howdy, ich bin's, Tom. Es ist halt nicht schön. Willst du kämpfen? Es würde mir sehr viel Spaß... Und lass mich in Ruhe. Okay, also hier ist eine zweite Arena. Das hier ist... Willkommen, Karate Dojo! Ja. Und was das hier ist? Safonia City. Golden schimmernde Stadt des Handels. Hier kann man rein und dann geht's nach oben weiter, merke ich gerade. Ja, ja. Okay, dann müssen wir später hin. Safonia City, Magnetzugbahnhof. Der aber noch nicht funktioniert, deshalb ist der egal. Hier lebt ein kleines Mädchen, das hervorragend Menschen nachahmt. Sie imitiert sogar Menschen, mit denen sie sich gerade unterhält. Das ist sehr verwirrend. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich fände es unheimlich, wenn ich zum ersten Mal einen engen Gang betrete. Okay. Meine Tochter macht gerne Menschen nach. Dieses Hobby hat ihr den Spitznamen Nachahmerin eingebracht. Meine Tochter ist sehr bezogen. Ich hab's nicht gelesen. Sie hat nur wenige Freunde. Ist ja ich bezogen. Ah. Ja gut, so ein Mädchen, ich kann mir gut vorstellen, dass sie nicht so viele Freunde hat, aber... Was für ein seltenes Pokémon? Was? Es ist nur eine Puppe. Okay. Das ist ein seltenes Pokémon. Was? Ist es nur eine Puppe? Dodri. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Okay. Wow. Hi, magst du Pokémon? Nein, ich frage dich. Was? Du bist komisch. Hm? Das Nachahmen aufgeben? Aber das ist meine liebste Beschäftigung. Ich weiß noch, In Rot-Blau gibt es hier eine Quest, die man machen kann. Ich glaube, hier ist es einfach nur zum... Ja. Einfach nur so da. Und damit es da ist. Okay. Wie auch immer. Jetzt ist die Folge schon ein bisschen lang geschickt worden. Egal, wir machen jetzt die Arena. Let's go. Hey, Champion Spee. Ein Trainer deines Kalibers braucht sicher keine Anweisung, wie mit Psycho-Pokémon umzugehen ist, nicht wahr? Ich erwarte Großes von dir. Viel Glück. Dankeschön. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Ich werde Melly benutzen für die sehr vertieften Attacken und fürs Einstecken werde ich Lugia benutzen. Deshalb kommt Melly erstmal nach vorne und hoffentlich passt das so schon. So, diese Arena ist halt... Man teleportiert sich hin und her. Und wir kämpfen hin und wieder gegen die Trainer. Die Kraft alter, die du besiegt hast, offenbart sich mir. Oh, oh, shit. Yeah. Die wilde Musik haben wir noch gar nicht gehört. Können wir auch noch hören.
Man sieht zwar hier Level 35, aber ich weiß doch, dass ich immer Probleme hatte mit Sabrina. Wegen ihrem Level. Also ich glaube nur die Trainer hier, die normalen Trainer, sind underleveled. Ich glaube Sabrina selbst ist hochgelevelt. Und das ist nicht gut. That's no good. Nein. Nein, aber da kommen wir noch zu. Vielleicht irre ich mich auch, aber soweit ich weiß, hat Sabrina ein höheres Level als die anderen hier. So, Hypno ist ein guter Gegner. Ich meine, guckt ihn euch an. Oh, kopflos. Ja, ist halt Hypno. Jetzt guck mal ein bisschen vor. Ausgewichen, das ist schön. Was macht der? Konvulsion. Ja, mit seiner kleinen Uhr da, oder was so immer das ist, was er da immer hin und her schwingt. Dieses Jojo, keine Ahnung. Macht der Konvulsion, aber wir schlafen nicht ein. Wir werden nicht zu einer Creepypasta. Stark, viel zu stark. Woher kommt deine Kraft? Ja, weißt du doch, oder nicht? Ich gehe einfach mal geradeaus. Psychische Stärke ist die Kraft deiner Seele. Okay. Frederik. Kadabra mit dem Stern auf der Stirn. Du gehst jetzt sterben. Nom nom nom. Ich kaue auf eins der schlauesten Pokémon. Und er sieht mich. Oh oh, da müssen wir es jetzt schnell besiegen, sonst. Okay, gut. Ja, easy fight. Ich glaube nicht, dass wir in dieser Folge noch den zweiten Arena-Orden kriegen können, aber dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Deine Seele ist stärker als meine. Du hast auch deine Seele gestärkt, nicht nur deine Fähigkeiten. Das Karate-Dojo nebenan war früher die Pokémon-Arena der Stadt. Nein. Also in Rot-Blau war es das definitiv nicht, Rainier. So, ich spule jetzt ein bisschen vor, weil das ist ein langweiliger Kampf. Oh wei, ach wow, oh wei. Und ich bin vergiftet! Oh, Level Up. Alter, als ob ich vergiftet bin mit so einem kleinen oh wei. Oh oh, sterbe. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Okay, gut, alles gut. Easy. Ich war leicht zu besiegen. Das stimmt. Der Karate-Meister, Leiter des Karate-Dojo, ist gerade von Sabrina besiegt worden. So, ich heil mal ganz kurz. Das ist ja wichtig. So, reicht auch schon. Guten Tag. Ich habe es deutlich vor mir. Ich kann in deine Seele blicken. Okay, Obi. Wie viel Angst möchtest du mir noch machen? Du Creep? Daphne? Keine Ahnung. Wasser-Pokémon und Psycho. Dich nom-nom wir jetzt. Oh, ich bin noch vergiftet. Stimmt, das habe ich vergessen. Ich dachte mir schon, irgendwas habe ich doch vergessen beim Heilen. Es war die Vergiftung. Oh, Aussetzer. Denkst du, der Aussetzer wird mich interessieren? Nein, wird es nicht! Lamus. Lamus? Was will denn ein Lamus? Why, Bro? Spukball, maybe? Ja, macht Damage. Aber wird nicht kopflos, sondern wird Biss den finalen Schlag ausrichten können? Nein. Dafür muss ich nochmal vorschwimmen. Verdammt, ich muss wieder heilen. Obwohl ich mit dir lesen kann, habe ich verloren. Mist, ich habe vergessen, dass ich meine Niederlage gegen dich voraussah. Okay. Ist halt echt so. Die Trainer, die alles voraussehen können, die müssen ja wohl alle anscheinend vergessen, dass sie verlieren. Oder nicht? So weird. Na egal. Okay. Disappearen manchmal einfach die Trainer, wenn man die schon besiegt hat? Ich glaube schon. Nö. Oder?
Doch. Was mache ich hier? War ich hier schon? Ja. Hier war ich gerade. Hier unten war ich schon nicht. Oh, okay, Nams. Cool. Ich wusste, dass du kommen würdest. Vor 3 Jahren sah ich dich in einer Vision. Du willst meinen Orden haben. Ich habe keine Freude am Kämpfen, aber als Leiterin ist es meine Pflicht, all denen einen Orden zu geben, die sich als würdig erwiesen haben. Da du es wünschst, werde ich dir meine psychischen Kräfte zeigen. Ich persönlich nicht, mag Sanprida. Sie ist ein starker Gegner. Und seht ihr das Level? Der Unterschied ist sehr groß. Ja, yeah, das ist nicht sehr schön. No, 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 das gefällt mir absolut nicht. Rein gar nicht. Psychokinese, das überlebe ich dich ja nicht. Doch lebe ich. Oh mein Gott, okay. Und deshalb dachte ich Lugia fürs Tanken. Denn der ist ein paar Level höher und ist Typ Psycho. Yeah. Leider habe ich halt nichts, was sehr effektiv ist. Oh, oh, no, no, no. Was setzt sich da dann ein? Fliege, nein, Kaskade, keine Ahnung, wie auch egal. Setzt irgendwas ein. Oh, Sandwirbel. Okay, nee, in dieser Folge kriegen wir doch nur Sabrina. Aber in der nächsten Folge kriegen wir nochmal einen Arena-Leiter. Fast jede Folge, könnte man sagen, kriegen wir Arena-Leiter. Vielleicht sogar wirklich jede Folge, das weiß ich noch nicht. Aber in dieser Folge kriegen wir auf jeden Fall Sabrina down. Oh, es lebt immer noch. Hau ab. Nein, es geht daneben. Mann. Okay, wisst ihr was, ich switch kurz raus. Ja, greift mich halt ein und dann switch ich wieder rein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dadurch ist es resettet worden. Sieht so aus. Vom Sandwirbel. Nur war ich nicht mehr sicher. Oh, cool. Das war nicht mal meine Intention. Cool. Pantimos. Ja, komm. Lassen wir Lugia einfach drin die ganze Zeit. Der macht das schon, ne? Luftstoß. Und war on hits. Volltreffer, nein. Okay, letztes Pokémon. Was könnte es nur sein? Natürlich ist es ihr Signature-Pokémon. Simsala. Die Weiterentwicklung von Kadabra. Und von dem Ding hatte ich immer Schiss. Also gegen sie. Nicht Simsala selbst, nur ihr Simsala. Denn das Ding ist sehr stark. Auf Schoß! Kengidama! Ja, okay, vielleicht nicht Kengidama, aber es reicht auf jeden Fall, um es zu schwächen. Aber sie wird sich, glaube ich, heilen, oder? Ja. Ja, war klar. War so klar, dass sie sich jetzt heilt. Gut, dann nochmal von vorne! Wenn es angegriffen hat. Ja, springen wir vor. Wir haben sowieso schon gewonnen. Du hast keine Chance! Bist zwar vielleicht overlevel as Frick Level 48, aber ich habe Lugia im Team. Und dagegen kannst du nichts ausrichten. Bye, bye. Damit gewinnen wir gegen Sabrina. Ganz einfach, ganz gechillt, ganz easy, locker, flockig. Wir könnten noch leveln, aber darauf habe ich einfach gar keinen Bock. Nein. Deine Stärke übertrifft meine Vorahnungen bei Weitem. Vielleicht ist es nicht möglich, alles vorherzusagen, was die Zukunft bringt. Gut, du hast dir den Sumpforden verdient. Der Sumpforden aktiviert deine unterbewussten Kräfte. Obwohl ich nicht in der Lage war, deine Stärke vorauszusehen, weiß ich das ganz sicher. Du wirst ein gefeierter und beliebter Champ werden. Ich bin schon Champ! Aber okay. Oh. Hier hat man noch nicht den Ausgang wegbekommen. Jetzt muss ich irgendwie zurückfinden.
Oh nein, ich will zurück. Seht ihr, da unten bei Sabrina gab es keinen Ausgang. Das haben die anscheinend vergessen. Warum auch immer. Wo war denn jetzt der Scheißausgang? Meine Güte. Boah. Zack. Dann vielleicht zack. Ja, okay. So, und ich würde sagen, wir schneiden noch mal ganz kurz im Dojo vorbei, oder nicht? Hallo, der Karatemeister, der Leiter des Karate-Dojo, übt in einer Höhle in Johto. Okay. Danke fürs Fokusband, nehme ich an. Es geschieht, was geschehen muss. Feinde, wo man hinsieht. Okay. Normalerweise kann man hier noch andere Leute treffen. Aber das sage ich noch nichts. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Ich merke gerade, ich wollte eigentlich noch was zeigen. Ich habe nichts zu erzählen. Deshalb ist es ein bisschen awkward. Silence hier. Was ist schon in der Bahn? Ja, dort steht ein hoher Radioturm. So, wir können nämlich nicht nach rechts. Also, könnten wir schon, aber nicht wirklich. Hier geht's nämlich nicht weiter. Scheiße, und das wollte ich nicht. Wir repräsentieren die Pokémon-Trainer-Gilde aus Kanto. Hier kommst du unter die Räder. Ich wollte hier nicht durch, ich wollte euch das nur zeigen. Ah! Ja, jetzt wird die Folge... Nein, jetzt wird's an! Okay, das gehörte nicht zur Folge. Bonus-Content, sage ich mal. Komm, jetzt muss ich hier noch schön kompensieren, weil das wollte ich eigentlich noch nicht machen. Vor allem, die sind auf anderen Level. Wow, warum sind die so an der Level? Und Level Up, cool. Ja, cool. Ihr könnt schon abschalten, wenn ihr wollt. Das ist nicht so schlimm. Entschuldigung. Die Gilde der Pokémon-Trainer aus Kanto wird immer existieren. Ja, gegen die werden wir auf jeden Fall kämpfen. Aber ich wollte euch nur zeigen, bevor ich vergende, dass es hier nicht weitergeht. Ich hoffe, ich kann das zeigen. Ja. Awkward.